Moin Leute, welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita bakal masak-masak. Kita mau bikin snack yang berbahan dasar pisang. Kira-kira apa kalian tahu? Ya, nasi goreng. Nasi goreng. Nggak gitu sih. Kita mau bikin masakan yang berbahan dasar pisang. Apakah itu? Coba. Lu tahu nggak, Jo? Pisang goreng. Tada! Hampir benar. Jadi kita akan membuat pisang aroma yang biasa kalian kenal dengan piscok karena isinya pisang dengan coklat. Piju, pisang dengan keju. Pis-pis, pisang dengan pisang. Enggak gitu. Yo, jadi kita lihat ini bahan-bahannya yang kita butuhkan buat pisang aroma. Kita buat di Jerman nih. Gimana cara buatnya? Kita butuh kulit lumpia. Kalian bisa beli kulit lumpia yang kayak gini di toko Asia biasanya banyak. Harganya sekitar 2-4 euro kayaknya ya. Ya ukurannya yang segede gini biar pisangnya masuknya gede. Ya, jadi yang kita butuhin bahan-bahannya adalah pisang utamanya, pisang yang dipotong bagi 4 aja gitu ya. Gimana ya? Setengah dulu terus dipotong lagi bagi 2. Ya, bagi 4 kan. Nah, terus ini kalian ada butuh juga gula pasir, gula merah, tepung dan air. Gunanya tepung dan air ini cuma buat ngerekatin aja sebenarnya. Ya udah, langsung nanti digulung, digoreng, makan. Oke. Yuk, kita masak dulu. Let's go. Yo, akhirnya sudah selesai, kita sudah masak pisangnya. Jadi ini guys, namanya pisang aroma. Keras tuh. Kalian isinya bisa macam-macam ya, ada yang bisa dikasih coklat dalamnya buat jadi piscok. Isi keju, jadi piscu. Pis, pisang. Pokoknya kalian bisa atur lah isinya apa aja. Mau pakai susu atau segala macam, susu kental gitu ya. Atau kalian bisa tambahin topping segala macamnya mungkin ya. Kita coba aja dulu yuk. Yang udah kita masak tadi kayak apa. Kita potong aja ya. Coba, kriuk nggak? Gini guys, dalamnya. Coba ya. Coba aja, coba lah. Pagi. Enak juga. Coba aja, lu coba lah. Sorry, tangan kiri ya. Yeah. Makan aja lah. Gimana? Menurut lu gimana rasanya? Enggak, bagus. Enak gak? Enak lah, ini jempol kiri, sobatnya pegang kamera nih, dua. Yaudah, gimana kalau kita suruh teman-teman dari negara lain? Ah, yakin lu mereka mau nyobain, ini kan makanan orang desa. Ya ini jajanan orang Indo sih. Ya, waktu itu gua jajannya begini, harganya 2000-an gitu. Satunya atau 1500, berapa sih harganya? Tahu sekarang gak dijual ya kayaknya. Jarang. Yaudah lah. Yaudah, kita coba suruh teman-teman kita cobain deh. Oke, kita lihat reaksi mereka. Oke, let's go. Yuk, jadi pisangnya sudah di sini. Kita balik ya. Ya nggak ada tempat soalnya. Kita ngumpung ketemuan di rumah teman. Kita suruh mereka cobain pisangnya kayak apa. Oke. Oke, kenyang. Oke. Yuk, let's go. Here. Oh, awesome.
Welche eine Überraschung. Ich habe ein Snack Was aus das? Indonesien. Sind da, ja, sind da Insekten drin? Oh! Ja, das ist das. Das sind so Frühlingsrollen, müssen oder? Wir das jetzt erraten? So Sommer-Frühlingsrollen, irgendwie so? Nein. Und was sagst du? Ich sag so was ähnliches wie Krebs mit Nutella drin vielleicht? Nee, ich glaube, so süß ist das nicht. Oder? Also ich glaube, es ist was Süßes. Darf ich riechen? Ja. Aber nicht die Zunge reinstecken. Das ist doch wie Frühlingsrollen, oder? Ja, sag ich's, oder? Das ist aber Schokolade, oder? Ich mal gucken. Ah, ich sage, es ist was Süßes. Ich sag, es ist was Saures. Und was sagst du? Süß, salzig. Ich glaube auch süß. Ja, das ist was Süßes. Da ist Bananen da drinnen. Was ist drinnen? Bananen. Bananen. Oh, was du kein Bananen? Banane ist keine Banane. Also ich würde für dich, würde ich eins essen. Oh. Das ist aber was Süßes. Ja, könnt ihr was denn probieren? Ja, okay. Dann nimmst du mal meine Banane. Warte. Aber es riecht sehr lecker. Also achso, es ist auf jeden Fall härter aber als das andere. Das ist alles gleiche. Mm, das riecht gut. Mm. Und? Machst du jetzt Banane? Nee. Aber es schmeckt nicht nach Banane. Ja, es gibt einfach braune Zucker. Geil. Ich bin eine Karamelle. Ja, kann man auch mit Karamell machen. Lecker. Findet ihr es so? Das ist richtig gut, ja. Ja. Das Außen schmeckt so wie Frühlingsrolle. Ja, das Innen ist halt so richtig. Ja, eigentlich, also die Seiten ist von Frühlingsrolle. Also der Teig. Ja, genau, der Teig. Jetzt schmeckt es Banane. Aber ist okay, es schmeckt gut. Ja. Danke. Da drin es gibt auch Schokolade oder Käse oder irgendwas. Käse? Ja, aber hier habe ich nur Banane. Diese Teig, Leider. Hast du den gemacht, den Teig? Das habe ich von den Asia gekauft. Ah. Genau, sowas. Asia Shop. Ja. Eins ist gut. Eins ist schlecht, fünf ist gut. Ja? Ja. Dann sechs. Oh. Ja, ich hey, was kommt? Sehr gut, wirklich. Ja, eins bis fünf. Fünf plus. Ja. Johanna mag keinen Bananen so. Ja, ich mag Bananen nicht so, aber ich würde eine 4 geben, weil es schmeckt sehr gut, aber ich mag halt keine Bananen. Ja. Mhm, echt gut. Aber wäre es Käse drin? Dann wäre es eine 7. Oh, okay. 7. Ich würde sagen, 4,5. 4,5. Ja. Was ist los? Achso, warum kein 5? Ja, warum kein 5? Weil ich schon leckeren Nachtisch gegessen habe. Oh, aber okay. Der ist sehr lecker. Okay. Willst du jetzt probieren? Ja, kannst du mal, schmeckt gut. Ist süß. Das ist Halal, 100% Halal. Ja. Aber das ist nicht. Aber erstmal setzen, was das ist. Etwas Süßes oder etwas. Also fühlst du mich gerade? Öffne mich. Ja. In Gottes Namen. Was Süßes oder? Da muss ich einmal schmecken. Süßes. Ja, auf jeden Fall. Ich fühle mich wie eine Colada. Oh! Apfelmus? Nee, nochmal. Birnenmus. Ja, ein Mus. Oh ja, und noch? Bananenmus. Echt? Krass gut. Das ist karamellisiert irgendwie. Ja. Schmeckt das? Ja, auf jeden Fall, aber das ist frittiert, oder? Ja, es wird. Isst du das nicht? Schmeckt gut auf jeden Fall. Kopf hoch. Indonesien. Schmeckt gut, Leute. Probiert's aus. Was sind die Zutaten? Einfach Bananen und Zucker. Ja, Bananen, Zucker und Teig halt. Ja. Zusammenrollen und genau. Dir. 1 bis 5. Eine Skala, was sagst du? Ja, was ist einfach am besten? Ja, 5 ist besser. 5 ist der beste. 4. Danke, lass mich schmecken. Danke. So. Willst du probieren, Dennis? Klar, will ich. Was ist denn das? Wie heißt es? Pisang-Aroma. Pisang-Aroma. Pisang ist Bananen. Ah, Bananen. Aroma ist Geruch. Also, weil es ein Geruch. Achso, das riecht doch gut. Aroma, genau. Das riecht doch gut. Was ist da alles drin? Bananen? Bananen und Zucker. Nice. Dann legen wir los. Eins bis fünf? Ich würde 4,5 geben. 4,5. Ich liebe Süßigkeiten. Geil. Lass dich schmecken.
Dankeschön. Ah ne, das ist neue. Das ist neue. Okay. Was ist das? Bananen. Ah, Bananen? Oh! Das ist Bananen. Ah, Bananen. Ah. Machst du keine Bananen? Probier mal. Keine Schinken. Keine Schwein. Hast du schon probiert? Noch nicht. Du? Noch nicht. Ja, ja, ja. So. Und je nachdem. Prost. Ja, Prost. Machst du keine Bananen? Oder das kannst du essen? Gut, ja, das ist sehr gut. Lecker, ja. Hey, komm hier. Wie heißt das auch? Gibt's da was auch in Marokko? Ja, sowas, aber gleicher Geschmack, aber nicht gleicher Aussehen. Marokko? Oui. Die Beignet. Ah, Beignet. Ja. Was ist das auf Deutsch? Bagel? 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 Bagel. Das ist wie... Also, ich weiß nicht. Ja, es schmeckt. Schmeckt gut? Sehr, sehr gut. 1 bis 5 Sterne. Ich auch. Ja. Nice. Ich habe heute noch nichts gegessen. Oh mein Gott, war ich nicht so glücklich. Komm, hau rein. Hau rein. Ich esse? Habt ihr schon gehört? Ja, probieren. Ja, probieren. Okay. 1 bis 1. Null! 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 Eine Vorhersage. Schmeckt nicht? Oh! Warte! Was ist Selina? Warten. Nee. Was glaubst du? Pisang. Das ist Pisang. Pisang? Pisang. Pisang? Aber schmeckt so gut und so süß. Sicher? Das ist Banane. Banane. Okay. Aber mit Zimt oder mit Schokolade? Mit Zucker. Schokolade. 1 bis 5? 5,5. Das ist lecker. Oh. Keine 10? Du hast gesagt 10, ne? Und ja. Ich kann nicht 10 sagen, weil sonst der Koch nichts mehr. Okay. Nochmal, nochmal. Das ist alles für mich. Alles für mich. Yo, jadi sekian dari video kali ini. Menurut kalian, masak apa lagi nih? Suruh teman-teman kita cobain apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Okay, thank you for watching. See you in the next video. Ciao.